Nach den beiden Vorübungen geht es nun an die Arbeit. Wir gestalten ein Plakat. Zunächst jetzt aber noch ein paar Tipps zum Vorgehen und auch zur Gestaltung. Diese Tipps findest du auch in dieser Broschüre, die du unter dem Video herunterladen oder online betrachten kannst. Zunächst einmal musst du natürlich überhaupt wissen, was du erzählen möchtest. Es gilt also, Informationen zu sammeln, die findest du im Internet, in Büchern, im Gespräch mit Personen. Diese Informationen gilt es zu ordnen, auszusortieren. Da musst du dich fragen, was ist dann überhaupt wichtig und was kann ich allenfalls weglassen? Wenn du da aussortiert hast und weißt, was du wirklich erzählen möchtest, dann geht es darum, wie erzähle ich nun das? Man redet hier auch von Storytelling, also du musst diese Informationen in eine logische Reihenfolge bringen, dass es vielleicht auch einen Spannungsbogen gibt, dass es interessant ist für die Betrachter des Plakates oder für die Zuhörer deines Vortrags. Verschiedene Möglichkeiten, wie du das Plakat strukturieren kannst, hast du ja bereits mit der ersten Vorübung kennengelernt. In der Broschüre findest du weitere Ideen. Und dann erst geht es an den Entwurf. Ich beginne meist mit Bleistift und mache mich dann, wenn die Struktur einigermaßen aufgeht und die Inhalte alle Platz finden, an die Reinzeichnung. Für den Entwurf arbeite ich meist mit Bleistift. Anschließend kommt die Reinzeichnung mit einem schwarzen Filzstift. Sobald diese Farbe trocken ist und ich zufrieden bin mit dem Ergebnis, radiere ich diese Bleistiftlinien vorsichtig und erst dann kommt quasi der Nachtisch, also die Schattierungen und als nächster Schritt dann noch die Markierungen oder das Kolorieren, indem ich eben die wichtigen Elemente noch farbig hervorhebe. Zur Gestaltung, hier habe ich mal ein einfaches Beispiel und du siehst, es hat eine übersichtliche Struktur. In diesem Fall geht es um eine Abfolge, eine zeitliche Abfolge und das ist so in Containern platziert und mit Pfeilen verbunden. Allenfalls gibt es aber vielleicht eine völlig andere Struktur, die sich aufdrängt. Ich denke, wenn du zum Beispiel ein Land porträtierst, dann macht es vielleicht Sinn, dass es eher so Mindmap-artig auf dem Plakat verteilt ist, diese verschiedenen Teilaspekte, die ja nicht in eine bestimmte Reihenfolge haben müssen. Dann wichtig ist natürlich, dass auf den ersten Blick erkannt wird, worum es überhaupt geht. Also der Titel sollte gut sichtbar sein, sollte irgendwie auch angemessen gestalten sein. Also vielleicht eine Schrift gewählt werden, die zum Thema passt und auch ein Rahmen, der eben angemessen ist. Du musst das Blatt nicht einfach bis zur äußersten Ecke ausfüllen. Auch sogenannte Weißräume können helfen, dass das Blatt übersichtlich bleibt. Also durchaus auch große Räume weglassen. In diesem Fall kommt der Titel natürlich besser zur Geltung, wenn auf gleicher Höhe nicht mehr weitere Inhalte platziert sind. Dann, ich habe es erwähnt, Inhalte, die zusammengehören, kannst du in Containern sammeln. Das schafft ein bisschen Ordnung. Die Leute sehen dann gleich, was zusammengehört. Diese Container haben untereinander vielleicht auch Verbindungen, Zusammenhänge. In diesem Fall ist es eine zeitliche Abfolge. Deshalb führt der Pfeil immer zum nächsten Container. Und Symbole können helfen, auf den ersten Blick zu erkennen, worum es in diesem Container geht. Die Farbe würde ich sehr sparsam einsetzen. Ich verwende meist ein blasses Blau oder ein Grau für die Schattierungen und dann eine markante Farbe wie Orange oder Gelb, um gewisse Elemente speziell hervorzuheben. Allzu bunt wird dann unübersichtlich und auch schnell ein bisschen beliebig.
Wichtig ist, dass du Gleiches immer gleich gestaltest, also nicht irgendwelche Container, nur weil sie gerade schick sind, abwechseln, sondern dass zum Beispiel Schriften immer etwa gleich groß sind von Titeln oder Textbeiträgen, dass Container einigermaßen einen einheitlichen Style haben und auch, dass die Symbole von der Größe und der Gestaltung her ein bisschen analog sind. Und als letztes ist natürlich die Schrift ganz wichtig, dass also der Inhalt schon von weitem auch gut gelesen werden kann. Vielfach müssen ja Plakate nicht alle Inhalte enthalten, weil sie auch erläutert werden. Beschränke dich also auf das Wesentliche und das soll dafür gut leserlich und übersichtlich gestaltet sein. Auf den folgenden Seiten findest du verschiedene Vorschläge für ein Plakat. Wenn du also nicht bereits eine Idee hast, wofür du ein Plakat gestalten kannst, oder wenn du von einer Lehrperson nicht sowieso schon einen Auftrag erhalten hast, da kannst du dich hier inspirieren lassen auf diesen Karten, also beispielsweise ein Plakat gestalten für den perfekten Ferientag oder einen Steckbrief für einen Beruf. Es kann natürlich auch ein Steckbrief über dich oder eine Person sein, die du kennst, ein Rezept gestalten und so weiter. Also lass dich hier inspirieren und vielleicht fällt dir gleich etwas anderes ein, das dir noch mehr Spaß macht. Wichtig in diesem Fall ist vor allem eben, dass du dir vorerst die Gedanken machst, eben zum Vorgehen, also zuerst dir gut überlegst, was für Inhalte auf diesem Plakat Platz finden sollen und dann auch eine geeignete Struktur suchst. Wie erzähle ich die Geschichte, wie ist das Plakat aufgeteilt und dann dir eben auch Gedanken machst zur Gestaltung, damit eben die Wirkung wirklich optimal ist. Ja, und damit wünsche ich dir viel Spaß.